Hallo liebe Leute, hier ist euer Mr. 1234 und bevor es mit der neuen DFB-Pokalrunde zur Sache geht, heute Sport 1, Uerdingen in Dortmund ist das erste Spiel. Es folgen auch noch weitere an den heutigen Tag. Ich kann es leider nicht sagen, ich kann es Ihnen jetzt leider nicht auswendig sagen oder euch. Bevor es da losgeht, will ich erstmal noch die Ergebnisse und Spiele von den letztjährigen Saison zeigen. Und ich komme da einmal mit der Kamera nah ran. Es ist ein bisschen schlecht, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir die Kamerabild, aber ihr könnt es lesen. DFB-Pokalspiele und Ergebnisse von der Saison 2018-19. Spielzeit 17. August bis zum 25. Mai 2019. Und hier 64 Mannschaften waren dabei, 63 Spiele, 246 Tore, 197 gelbe Karten. Gelb-Rote 2 und rote Karten 4 und der Pokalsieger war FC Bayern. Und Bayern hatte sich richtig durchgesiegt. Nur knappe Siege. Und wir schauen uns erstmal hier diese ganzen Partien hier an. Wiesbaden gegen Pauli, Magdeburg, Darmstadt, Schweinfurt, Schalke, Pforzheim, Leverkusen, Kaiserslautern, Hoffenheim. Elversberg, Wolfsburg, Worms, Bremen, Troch, Tersen, Bayern waren 1:0. Auf die Bayern will ich ja heute auch zum Teil hinaus. Dann Rödinghausen, Dresden, Dassendorf, Duisburg, die Ergebnisse seht ihr alle. Ulm gegen Frankfurt, Links gegen Nürnberg. Wo steht da? Erzgebirge Aue gegen Mainz 05, Hansa Rostock Stuttgart, Jedelo Heidenheim, Steinbach gegen Augsburg, Rot-Weiß Koblenz gegen Düsseldorf und BSG Chemie Leipzig gegen Regensburg. Und wir kommen zur zweiten Seite. Da geht's weiter. Ist noch immer noch die erste Runde. Stendal gegen Bielefeld, Viktoria Köln gegen Leipzig, Dynamo gegen Köln, Flensburg gegen Bochum, Karlsruhe gegen Hannover, Jena gegen Berlin, Hattstedt-Gladbach vor allem. Hier, 1:11. München gegen Kiel, Paderborn gegen Ingolstadt, Braunschweig, Hertha Berlin, LMB Cottbus gegen Freiburg, die Klammern stehen dafür in Elfmeterschießen. Es gab immer ein Elfmeterschießen. Es gibt immer ein Elfmeterschießen, wenn es nach 120 Minuten unentschieden steht. Dann kommen wir hier zur zweiten Runde. Da waren nur noch 32 Mannschaften übrig. Leipzig hat gegen Paderborn gespielt. Darmstadt gegen Hertha. Ulm gegen Düsseldorf. Hannover gegen Wolfsburg. Ich bin auch extra langsam noch. Wiesbaden, Hamburg. Entschuldigung. Rödinghausen, Bayern waren 1:2. Heidenheim, Sandhausen, Augsburg gegen Mainz, Flensburg gegen Bremen, Köln gegen Schalke, Rostock gegen Nürnberg, Dortmund gegen Union Berlin, Holstein Kiel gegen Freiburg, Gladbach gegen Leverkusen, da eine 0:5 Niederlage, auch krass, Armenia Bielefeld, Duisburg und Leipzig Hoffenheim. Dann kommen wir hier unten zur dritten Runde, das ist auch noch auf der Seite markiert. Heidenheim gegen Leverkusen, Hamburg gegen Nürnberg, Dortmund gegen Bremen, Duisburg-Paderborn und Holstein-Kiel gegen Augsburg, Leipzig gegen Wolfsburg, Schalke gegen Düsseldorf, Hertha BSC, Bayern-München, was auch knapp ausging, 3:2. Da kommen wir jetzt zu den zwei Viertelfinalspielen, auf der nächsten Seite noch weitere. Paderborn gegen Hamburg und Augsburg gegen Leipzig. Dann kommen wir zur letzten Seite hier. Kurz mal ab. So. Da mir Bayern München gegen Heidenheim wahrscheinlich ein Spektakel war. 5:4 ist das Ausgang in der regulären Spielzeit. Das davor war übrigens in der Verlängerung gewesen. Berlin gegen Bayern. Dann haben wir noch Schalke Bremen. Ab da habe ich mir die Spiele ja dann angeguckt. Schalke Bremen habe ich mir angeguckt. Und was war das davor? Leipzig Augsburg habe ich mir auch angeguckt gehabt. Hamburg
Leipzig, Bremen, Bayern, das habe ich mir auch angeguckt. Das war auch ein knappes 2:3. Bayern führte da 2:0 und hatte dann innerhalb von 100 Sekunden zwei Gegentore kassiert innerhalb kurzer Zeit. Ja, und das Finale, 25. Mai, Leipzig gegen Bayern, das ging als einziges Spiel deutlich aus. So. Ja, und ich würde sagen, Programmhinweis für zumindest Spiele, die live sind, auf ARD am 12.8. schalten, Bayern gegen Cottbus ab 20:15 circa, glaube ich. Und heute geht's ja los mit Uerdingen gegen Dortmund. Ihr könnt mir auch euer Tipp für dieses Spiel in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß in der neuen Pokalsaison und ciao.